Hi und herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Highlight-Vorstellung. Und zwar stellen wir euch heute das neue Mondraker XR LTD vor, was ja limitiert ist weltweit. Wir haben es schon bekommen von Mondraker. Das eigentliche Highlight an dem Bike ist natürlich der neue Bosch-Motor, der Raceline CX. Der, ja, wie soll man es sagen? Der wirklich ein Race-Motor ist, der einfach mal mit 400% unterstützt, anstatt mit 340. Der diesen besagten Pedal-Kick macht. Das heißt, du kannst in sehr, sehr schwierigen, verblockten Gelände, sei es in einer Rinne, in einem Steinfeld oder irgendwas dergleichen, durch kleinste Bewegungen am Pedal, also selbst wenn du nur diesen kleinen Kick ausübst, geht der Motor sofort los und schiebt sofort nach vorne. Und das Ganze natürlich mit 85 Newtonmeter, und das macht es in sehr schwierigen Gelände, macht es natürlich sehr einfach, dieses Bike zu fahren. Gleich vorneweg, wir haben eine schöne Auswahl davon bekommen, sei es in M, in L und in XL. Also wir haben Räder davon da. Was ich auch noch finde bei dem Bike als Highlight ist für mich, aber gut, das ist eine persönliche Sache, das ist die Lackierung, ein sehr schöner Farbton. Sieht man nicht so oft, gerade so dieses Mattiert zum Glänzenden übergegangen, und hier auf dem Oberrohr wird der Lack auf einmal durchsichtig, sodass man ja, das Carbon sehen kann, wie es gelegt wurde. Das finde ich ist eine sehr schöne Kombination aus den Farben, auch in Verbindung mit dem Gelb. Dann haben wir hier die Öhlins-Gabel und auch den Öhlins-Dämpfer, auch schön mit dem Gelb gehalten, macht ein sehr schönes, rundes Bild. Was wir auch dran haben, ist das neue Bosch-Bediensystem mit dem kleinen Schalter. Das heißt, du hast am Lenker nur noch einen kleinen Ring mit einem Wahlschalter oben und unten und hast jetzt auch in dem Rahmen ein eingelassenes Display, sodass man das große Display am Lenker ohne weiteres wegnehmen könnte und könnte es alles über diese beiden Sachen steuern. Sehr schön integriert. Gerade so Racebike, man stürzt doch mal und so ein Display ist dann doch mal schnell abgerissen. Somit kann man es auch jetzt einfach wegbauen und du hast trotzdem noch alle Sachen, die wichtig sind zum Fahren, siehst du natürlich. Was wir auch noch an dem Bike haben, sind schöne Mavic D-Max Carbonlaufräder, die dem Fahrrad natürlich auch sehr gut stehen. Da muss man auch sagen, sehr gute Bereifung drauf. Max ist der R vorne, Max ist der R hinten in 2,6x29 mit der Max-Grip-Mischung, also guter Grip. Gute Rolleigenschaften, die machen einfach sehr viel Spaß zu fahren. Das ist ein guter Reifen, den fahre ich persönlich auch. Die sind einfach super. Dann haben wir die SRAM Code RSC dran, vorne wie hinten mit 200er Scheiben. Als Schaltung haben wir, eine X01 war es. War es eine X01? Genau, eine X01 Schaltung. Carbonkurbel von E13. 750er Akku wirst du bei dem Motor auch brauchen, weil der zieht bedeutend mehr Strom als der alte CX-Motor. Das heißt der alte, aber der nicht Race, sondern der Performance CX. Es ist ja kein alter Motor, es ist ja einfach nur der etwas schwächere, wenn man das so möchte. Dann ein paar Teile, aber das ist gut, ein paar hauseigene Teile von Mondraker, wie den eigenen Lenker, die Sattelstütze und die Griffe. Gut, bei den Griffen tauschen sich die meisten sowieso aus für die Griffe, die man nachher selber als persönlich mag und braucht. Was man noch so zum Motor sagen kann, der Motor ist auch nochmal 300 Gramm leichter als der normale CX, liegt einfach daran, dass er ein Magnesiumgehäuse hat. Dadurch macht es den Motor einfach nochmal ein bisschen leichter. Und was auch noch zu erwähnen ist, der Motor dreht über 120 Touren. Beim CX-Motor, also beim Performance Line, der hört bei 120 Touren, hört der Motor einfach auf mitzufahren und geht dann quasi koppelt aus. Das heißt 120 Umdrehungen die Minute. Der geht über 120 Touren, der ist frei, also wirklich zum Racen, um den Berg einfach schnell hochzuschießen mit hohen Umdrehungszahlen. Das macht der Motor wirklich gut mit. Bin ihn selber schon gefahren, ich muss sagen, ist schon geil, macht schon Spaß. Gerade dieser Pedal-Kick, das finde ich mega, weil du damit dich einfach wirklich durch die schwierigsten Gelände einfach durchflügst. Das macht einfach Bock zu fahren. In den Standardgrößen, wie es beim Mondraker ist, SMLXL. Für große wunderbar geeignet. Ich bin selber 1,98 Meter, fahre das Mondraker Crafty auch in XL und muss sagen, fühle mich darauf pudelwohl. Oder einfach die Fast-Forward-Geometrie, das macht halt einfach Sinn. Du hast ein langes Oberrohr, du hast langen Radstand, langen Reach, hast dafür einen sehr kurzen Vorbau. Man nimmt sehr zentral auf dem Fahrrad Platz. Also auch hier mit dem XR LTD lässt es sich wunderbar lange gezogene Touren fahren, weil man einfach schön zentral in dem Fahrrad integriert ist und nicht irgendwie auf dem Fahrrad drauf sitzt und das auch als Langbeiner und Großer. Muss ich sagen, Mondraker, geile Geo, geile Optik, finde ich sowieso mit dem Übergang Oberrohr zur Sitzstrebe, dass es schön eine Linie ist, einen Fluss hat, das lässt das Fahrrad sehr, sehr leicht und sehr filigran wirken. Ein Unterschied noch zu den Alu-Modellen, das gab es im letzten Jahr, gab es das auch schon. Der Ladeport ist hier nach oben gewandert. Bei den 21er-Modellen und Alu-Modellen war der Ladeport ja hier unten
Bisschen schwierig, weil sehr im Direktbeschuss, sehr anfällig. Jetzt liegt er hier oben, schön geschützt, kann man wunderbar sein Ladegerät anschließen. Wirklich sehr gut gemacht und auch eine sehr schöne Klappe, die sehr schön dicht hält, gut verschließt. Haben sie wirklich gut weiterentwickelt, muss man einfach mal so sagen. Dann voll integrierte Züge, auch noch ganz schön, so gerade für die Optik. Macht das Fahrrad natürlich vorne rum sehr clean, laufen in dem sofort in den Steuerrohrbereich rein. Trotz der Integration der Züge sind euch beim Vorbauwahl, wenn man doch mal sagt, ich möchte gerne einen längeren Vorbau oder einen, der ein bisschen positiv oder negativ gebaut ist, lässt es euch die freie Hand, weil die Züge halt nicht wie bei anderen Marken in den Vorbau einlaufen, wo man dann sehr gebunden ist. Das hier ist frei, hier könnt ihr machen, was ihr wollt, was Vorbau angeht. Das Heck ist einfach geil. Es hat zwar nur nominell 150 mm, aber es hat eine sehr, sehr hohe Übersetzung. Also, falsch rum gesagt, es hat eine sehr niedrige Übersetzung, ist fast ein 2 zu 1 Verhältnis. Du hast einen 72,5er Hub am Dämpfer, hast einen 150 mm Federweg. Das macht wirklich ein Fahrwerk, was sich gefühlt so nach 170, 180 anfühlt. Und was auch noch ein Unterschied ist zu den normalen Mondragers, die Gabel hat anstatt 160 mm, wie es jetzt beim normalen Carbon-Modellen oder auch den Alu-Modellen ist. Hier sind es jetzt 170 mm, also auch noch mehr der Race-Anspruch ein bisschen nach oben gehoben. Und das in Verbindung mit der Zero-Suspension von Mondraker, muss ich sagen, extrem geiles Fahrwerk. Damit pflügst du alles platt. Und diese 150 mm, die müssen halt auch erstmal aufgebraucht werden, weil der Federweg gerade so im mittleren Bereich wirklich sehr stabil mit sehr viel Gegenhalt und sehr viel Feedback vom Untergrund gefertigt wurde. Muss man einfach so sagen, machen Sie gut. Ja, nochmal ein bisschen was zu den Geländeeigenschaften des Bikes. Wie gesagt, 150 mm klingt heutzutage im Enduro-Bereich nicht mehr viel. Wir waren mit meinem Kollegen, der jetzt gerade hinter der Kamera steht, den ihr nicht sehen könnt, waren wir im September diesen Jahres, waren wir bei Mondraker in Spanien, in Alicante und durften diese Räder schon mal testfahren. Und das ist schon sehr anstrengendes Gelände, was sie da haben. Sehr verblockt, sehr steinig. Und da muss man einfach sagen, dieses Bike macht einfach eine unglaublich gute Figur. Es liegt ruhig auf dem Boden, es ist sehr spurstabil, es ist ein sehr steifer Rahmen. Gerade jetzt mit dem voll integrierten Akku, wo du halt kein Loch mehr im Rahmen hast, das merkst du schon, dass das Ding bedeutend performanceorientierter ist. Ja, man kann den Akku nicht entnehmen zum Laden, aber Mondraker ist und bleibt ein Performance-Bike-Hersteller. Das ist kein Sporttourer, das ist schon ein echtes Performance-MTB. Wie gesagt, du kannst damit wunderbare Touren fahren, du kannst es aber auch im Enduro-Manier wirklich krachen lassen. Das Fahrwerk macht das einfach geil mit und die Geo sowieso. Einmal Mondraker, immer Mondraker, das weiß ich jetzt schon. Bei E-Bike definitiv werde ich bei Mondraker bleiben, weil die einfach, wie gesagt, für große Leute perfekt gemacht sind und auch für schwere Leute sehr gut gemacht sind. Also so ein 130-Kilo-Fahrer kann sich hier auch ohne weiteres draufsetzen, der knappe 2 Meter oder auch ein bisschen drüber ist. Und ihr werdet hier Platz auf dem Bike finden, ohne dass ihr mit den Knien lenken könnt oder wie die sprichwörtliche Katze auf dem Schleifstein aussieht. Auch noch ein kleines Ding, so klein ist, doch, man kann es klein nennen, weil es ist ein kleines Gewicht. Wie gesagt, ich fahre auch selber das Mondraker, das Crafty RR in der Alu-Variante. Ich habe meins mal gewogen mit 625er Akku, wohlgemerkt. Liegt einfach mal mit Pedale bei 28,8. Dieses Bike hier liegt einfach mal ohne Pedale gewogen bei 23,3 Kilo. Und das mit 750er Akku, das ist, finde ich, schon echt eine Ansage. Das ist schon für so ein großes, langes Bike mit der Ausstattung, dicke Gabel, dicke Bereifung, großer Akku, ist das schon wirklich eine Gewichtsansage. Das muss man echt mal sagen. Das kommt einem Light-EMTB schon recht nahe. Für so ein großes EMTB, das ist schon nicht verkehrt. 23 Kilo, das geht. Damit kann man gut, wirklich gut was anstellen und du hast nicht immer so das Gefühl, dass du so, ja, Trecker-Feeling hast. Und das Bike gefühlt nicht vom Boden hochgehoben bekommst, sei es ein Bunny Hop oder irgendwas dergleichen, ein Transfer, irgendwas springen halt. Das macht es dann jetzt noch mal ein bisschen leichter. Sieht man halt auch die Race-Gene, das Ding soll zum Racen benutzt werden und die Racer wollen nicht unbedingt knappe 30 Kilo Räder haben, damit sie die einfach gut bewegen können. Das ist Ready to Race, würde ich es nennen, ne? Wie man so schön sagt. Allein das Fahrwerk ist genial. Öhlins baut schon sehr, sehr geile Fahrwerke, muss man einfach so sagen. Der Dämpfer, die Gabel, ich bin sie selber schon gefahren. Wie gesagt, in Spanien hat man die Bikes zum Testen. Und das ist schon eine Ansage gegenüber den Konkurrenten à la Fox, à la RockShox. Da kann Öhlins definitiv ganz vorne mitspielen. Gerade mit den neuen RXF 38 Gabeln und der TTX Dämpfer. Das ist schon eine Ansage. Ja, und was man dem Bike auch noch ankreiden kann, als positiv, es ist zurzeit alternativlos. Klar halten wir noch das Orbea White M-Team in der Pipeline, aber das Bike mit dem Raceline-Motor ist zurzeit das, was wir da haben und das Einzige, was wir da haben. Und wir hätten sie halt auch schon auf Lager und das auch schon in allen Größen. Somit könnten wir euch damit sofort bedienen.
Und ihr müsstet nicht auf irgendwelche anderen Hersteller warten, um an den Raceline-Motor ranzukommen. Und aus eigener Erfahrung kann ich einfach sagen, Mondraker, Chapeau, ihr baut einfach geile Bikes. Ja, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat, dass es informativ genug war, dass ihr ein bisschen was erfahren habt, was ihr vielleicht schon in der Fachpresse gelesen habt. Hier bekommt das nochmal als gesprochenes Wort. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, vielleicht ein Abo noch, das wäre auch noch mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.